Positive Leadership ist ein Ansatz in der Führung, der sich auf menschliche Stärken konzentriert. Es geht also darum herauszufinden, was können die Mitarbeitenden gut, was machen sie gerne, wo kommen sie in ihre eigene Energie und diese Möglichkeiten dann wirklich zu erkennen, Gelegenheiten zu schaffen, wo das möglichst häufig der Fall ist, wo sie diese persönliche Energie und Freude an der Arbeit einsetzen können. Also die menschlichen Stärken sind eigentlich der Schlüssel auch zur Freude an der Arbeit. Und diese Freude zu fördern, ist ein Ziel von Positive Leadership. Letztlich geht es aber nicht nur darum, sondern es geht um Leistung. Und wir vertrauen darauf, und wir vertrauen nicht nur darauf, weil wir so ein Menschenbild haben, sondern weil wir es wissen aus ganz verschiedenen Studien, dass Menschen mehr und nachhaltiger leisten, wenn sie klare Aufträge, klare Rollen haben und in einem wertschätzenden Umfeld sich bewegen können, wo sie ihre Stärken zur Geltung bringen. Positive Leadership bedeutet also, dass die Aufgabe der Führungskraft darin besteht, solche Rahmenbedingungen zu schaffen. Und die Idee ist, dass sie vielleicht 80% ihrer Zeit darauf verwendet, genau das zu machen. Dass sie Instrumente einsetzt, dass sie Konzepte umsetzt, die genau geeignet sind, das zu tun. Es wird wahrscheinlich in der Praxis immer so sein, dass es auch Schwierigkeiten gibt, um die man sich kümmern muss, wo man das nicht hundertprozentig machen kann. Aber auch da wäre die Idee, wenn es Schwierigkeiten gibt, zunächst die Ressourcen anzuschauen, die da sind, um Hindernisse zu überwinden. Wenn es Konflikte gibt, dann geht es darum, diese Konflikte auszuhalten und auszutragen mit dem Ziel, dass hier in dieser Firma alle mit Freude und Engagement arbeiten können. Und das bedeutet, dass es auch etwas Großzügigkeit braucht bei diesem Führungsansatz. Es ist möglich, dass sich vielleicht der eine oder die andere drückt, aber die Überzeugung steht im Hintergrund, dass wir betriebswirtschaftlich wie auch menschlich an einem viel besseren Ort stehen, wenn sich 95% der Mitarbeitenden wohlfühlen und gerne arbeiten und ein paar sich drücken, als wenn alle kontrolliert werden, keiner sich drücken kann, aber auch keiner sich so richtig wohlfühlt.